Hallo, heute will ich mit einem Freund von mir Minecraft spielen. Diesmal ist es nicht in unserer Welt, also 45 Minecraft Survival Welt, sondern ich werde mit einem Beitrittscode beitreten. Wie lautet der? Oder sag mal Hallo. Hallo. Agent? Ja. Ja. Alex. Ja. Und Schild. Okay. Hast du? Ja. Ich bin, glaube ich, gleich drin. Hoffentlich geht es. Keine Verbindung zur Welt. Ich probiere es noch einmal. Gent, Kuchen, Alex, Schild, bestätigen, bestätigen. Wenn es nicht funktioniert, musst du in meine Welt kommen. Okay. Schauen wir mal. Nein, es geht leider nicht. Ja. Mist. Wie gesagt, wenn euch die Welt jetzt anders vorkommt, in der ich jetzt reingehe, in unserer 45er Welt, ich habe probiert oft, also ich habe mit meinem anderen Freund, also mit einem anderen Freund von mir aufgenommen. Ich dachte, ich nehme auf, habe es aber vergessen anzuschalten. Das heißt, wir sind jetzt woanders, ich habe die Schlucht verloren. Und ja. Vielleicht gehen wir auch heute das erste Mal in den Nether. Wie gesagt, kann sein, kann auch nicht sein. Okay, Beitrittscode ist Panda, Alex, Kater und Wassereimer. Panda, Alex, Kater und Wassereimer? Ja, richtig. That's right. Panda, Alex, Wassereimer, Bestätigung. Nein. Ich hab Kühlschrank. Verbindung zur Welt. Oh, schade. Ah, hier ist eine Spinne. Hä? Okay, dann geht das Zusammenspielen leider nicht. Ja, okay, ich versuch's gerade nochmal. Ja. Toll wäre es. Ja. Nein, geht leider nicht. Oh, schade. Ja, dann geht Zusammenspielen leider nicht. Mhm. Egal, wir spielen trotzdem mal. Oh mein Gott, hier ist noch ein Monster-Spawner. Ich glaube sogar, der war. Jetzt gehen wir lieber zurück, sonst finden wir den Weg nach draußen nicht mehr. Juhu, Freiheit, Freiheit! Eine Kohle und 31 Eisen. 6 Gold, 5 und 10. Solche wollen aber diese Bäume hier nicht wachsen. Keine Ahnung warum. Oh ja, da hinten ist Slime. Oh mein Gott, 2 große Slimes. 3! Leute. Lol. Hä? Oder waren das jetzt 4? Glaub schon. Oh mein Gott, nein, lass mich doch alle bitte in Ruhe.
Hallo, moin. Und perfekt, mein Axe ist jetzt auch hinüber. Einfach 20 von diesem Zeugs. Noch auf alle Fälle schon mal. Ja. An was baust du gerade mit? Ich baue gerade mit. Ah, cool. Blumen oder? Nee, Gemüse. Ah, cool. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr schon, also was ihr gerade gebaut habt oder euer letztes Projekt wart. Ist wahr. Ich habe hier noch 12 Goldklumpen. Ach so, die kann man ja gar nicht schmelzen. Wir gehen auf alle Fälle das erste Mal in Nether. Das Portal habe ich zwar schon gebaut, aber so getreten habe ich ihn noch nicht. Das ist aber vielleicht mein, glaube ich, das erste Mal, dass wir diese Magma-Blöcke mitnehmen. Ich finde die eigentlich auch relativ hübsch. Okay. Ui, Goldblöcke. So, Gold. Ich sehe schon das ganze Gold. Wieder will ich... Oh nein! Nein! Ich hasse es, wenn Kies von der Decke kommt. Was hier glücklicherweise passiert ist. So. Am besten ist, wir finden Netherite jetzt gleich mal. Am besten 6er vorkommen, mehr geht aber auch gar nicht. Ein paar Pilzis mitnehmen. Oh mein Gott, verbrennt er dabei nicht? Witzig ist, schaut mal, jetzt will ich euch zeigen. So, der da vorne verbrennt nicht. Werfen wir da jetzt aber Pilze rein, die sind weg. Ah, nein, 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 bitte nicht, ich will jetzt nicht gleich sterben. Und hier nehmen wir noch ein paar Magma-Blöcke mit. So, ich glaube jetzt aber, wir sind in einer Höhle. Und wir können... sind hier ganz beruhigt weg von diesen Monstern, die überall eigentlich im Nether spawnen. Das ist gut für uns, aber teilweise auch schlecht, weil eigentlich... will ich ja die Mobs dort antreffen extra. Wofür sind wir im Nether? Das sieht mir aber hier sehr nach einer Höhle aus. Ja. Dann nehmen wir schnell Glowstone mit. Und was ist hier? Ja, nur Glowstone. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Nein, ich habe noch viel beim Nether zu erkunden. Krass, eine Festung oder irgend sowas. Am besten wäre halt jetzt Netherite. Ich will eine Netherite Pickaxe haben. Ich glaube, das wäre doch einfach mein Ziel, das ich mir setze. Yo, Bedrock, weiter runter geht es hier nicht. Ah ja, das erste Mob hier. Ah, das macht doch guten Schaden, scheiße. Weg hier. Aber das ist wie bei Slimes, nur ist dieser hier gefährlicher, weil er so auch schon Damage verursacht. Und der droppt aber auch schlechter. Sehr viel schlechter. Denn wie ihr gesehen habt, nur eine Magma Cream. Ich habe auch extrem viel Hunger mal wieder. Ui. Na, da muss man halt aufpassen. Ja. Welches Item findet ihr eigentlich am Nether am besten?
ich will jetzt mal meinen, Leute. Der Nether ist down zu meinen. Und ich meine so lange, bis ich Netherrack finde. Was auch sehr lange dauern kann. Ich glaube, bald ist mein Inventar voll. Das Krasse an dem ist, dass der Netherstone so easy abbauen kann. Oder liegt es an der Dia-Pickaxe? Ich habe keinen Schimmer. Aber ich glaube, wir sollten da mal Nether rein. Mit TNT geht das leicht. Einfach eine Reihe von TNT bilden, anzünden und dann habt ihr alles. Sieht zwar jetzt ziemlich langweilig aus, aber ich schaue, dass ich Netherite finde. So, ich mache hier. Ja, Inventar ist voll. Easy. Perfekt, dann stack Netherrack. Dann hier Crafting Table. Wir wollen uns nämlich 8 Goldbahn craften. Und 11 Blockstone. Warte, ich habe mal eine Idee. Wir gehen mal nach oben. Ich hasse sowas. Und zwar. Ich würde sagen, das war schlecht. Was machst du jetzt gerade, Michi? Was machst du gerade? Also, ich bin mit meinem Gemüsebeet jetzt schon fertig. Jetzt baue ich gerade ein Beet für Bäume und nachher weiß ich noch nicht, was ich mache. Da habe ich auch noch ein Haus gebaut. Passt. Okay, ja. Und ich habe hier jetzt gerade, bin ich wieder bei der Base zurückgegangen. Ja. Ich sag jetzt eigentlich wollte ich noch nicht tschüss hier, aber für diese Welt, denn ich möchte euch etwas zeigen, einen geilen Hack. Und zwar braucht ihr Leitern. Neu. Kreativ. Eine. Wie heißt es schnell? Was? Leiter braucht ihr, eine Enderperle. Und den Nether. Ich zeige euch gleich, wie wir das Ganze machen. Eine. Hoffentlich geht sie es noch in der Folge aus. Jetzt werde ich es in der nächsten machen. Leiter. Eine Enderperle. Dann suchen wir uns Obsidian und ein Feuerzeug. Mehr braucht man eigentlich nicht und soweit ich weiß, gehen wir als erstes in.
Blätter. So, Gelände wird gebaut. Und ihr müsst als erstes ganz nach oben beim Ladder, denn ihr wisst vielleicht nicht, wenn ihr euch extrem weit hochgrabt, ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke es sind, seid ihr hier angelangt. Auf einer riesigen Fläche aus Netherite. Das Geile hier dran ist, nein, geht das nur in Java-Edition? Schade. Normalerweise kann man hier drauf bauen, aber das ist jetzt egal. Ich suche mal jetzt mein Loch. Aber das braucht man nicht machen, logischerweise. Das bringt einem ja gar nichts. Aber falls ihr auf Java spielt oder etwas so, brauchen wir leider am besten gleich mehrere, die runtergehen. So, dann gehen wir so weit wie möglich rauf. Und falls ihr jetzt glaubt, das geht nur, weil ich hier offen habe. Wie gesagt, ich glaube, wir zerstören noch den Block dabei. Mache ich hier noch schnell zu, um zu zeigen, dass es so oder so klappt. In Java Edition sollten wir, ja. Problem ist dabei, nun ja, ich komme nicht mehr runter. Es sei denn, ich bin kreativ. Ihr könnt extrem lang fliegen, nichts passiert. Das heißt, das ist extrem praktisch, falls ihr wem pranken wollt, zum Beispiel, er hat eine Stunde Zeit, um dich zu suchen, oder euer Freund muss euch finden innerhalb von, weiß nicht, 2 Stunden hat er Zeit. Das ist der perfekte Prank. Man muss sich nur auf der Netherdecke verstecken. Und ihr braucht auch nicht recht viel. Alles, was ihr dafür braucht, ist eigentlich im Nether-Verhall enthalten. Das heißt, das ist der perfekte Trick. So, und ich sage, tschüss, das ist eigentlich eine coole Höhle. Und das Schaf sagt jetzt, glaube ich, tschüss, oder? Hallo, hallo. Und jetzt würde ich sagen, tschüss. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst ein Abo da.